Name ist Stefanie Weber und dieses Wochenende tauschen Frauen die Geschlechterrollen und ich helfe ihnen dabei. Ja, finde es jetzt einfach selber mal interessant rauszufinden, was ich auch vielleicht noch unterbewusst so für Rollenbilder habe. Ja, wir wissen ja auch, dass so mit Geschlecht ja auch unterschiedliche Privilegien oder eben nicht einhergehen und einfach mal zu gucken, wie reagiert die Welt eigentlich auf einen, wenn man jetzt ein Mann ist. Also beim Drag King Workshop geht es halt darum, zu sagen, okay, wir haben biologisches Geschlecht und wir haben soziales Geschlecht. Und wir versuchen dann quasi zu hinterfragen, was gehen für Erwartungen an dieses soziale Geschlecht, indem wir quasi über das biologische Geschlecht die Rolle tauschen und dann mitkriegen, was gibt es für Feinheiten, die nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun haben. Und dann gehen wir halt ins Make-up, ne? Also das dann auch wirklich schon mal so geguckt wird, wie steht mir ein Bart, ne? Also die äußere Hülle wird dann quasi dem angeglichen, was innerlich gespielt werden soll. Ja, die sind dann schon recht baff, wie einfach das ist. Also häufig sehen die Teilnehmenden jemanden aus ihrer Familie dann wieder im Spiegel, ne? Köln bietet ja schon so einen Safe-Raum auch auf irgendeine Art und Weise an. Dadurch, dass Köln ja schon eine Stadt ist, wo halt auch viel Vielfalt von Geschlechterrollen gelebt wird. Ja, der ist ein Prachtexemplar tatsächlich auch. Ne? Also Körperhaltung raus und schleudern. Genau. Dann kann man so. Wir spielen mit Stereotypen. Ja. Also es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, Männer sind Kacke und Männer haben alles, sondern einfach auch zu gucken, wo gibt es Ungerechtigkeiten Männern gegenüber, wo gibt es Ungerechtigkeiten Frauen gegenüber und was können wir tun. Man fühlt sich anders als sonst. Also schon auch so ein bisschen, schon auch so ein Machtgefühl ein bisschen. Man ist so voll da, aber man ist unsichtbar. Mhm. Und als Frau fühlt man sich manchmal unsichtbar, aber trotzdem die ganze Zeit bewertet und angeguckt. Mhm. Das ist total komisch. Mhm. Ja. Ich denke schon, dass wir heute das Ziel erreicht haben, zumindest als Männer in die Stadt zu gehen und nicht aufzufallen und gleichzeitig auch kritisch über Geschlechterrollen reflektiert haben. Kann ich mich nicht einfach so verhalten, wie ich will, ohne dass ich das Geschlecht dann zuschreibe? Also brauche ich einen Bart, um quasi mir den Raum zu nehmen oder ernst und böse zu gucken, so,